Hallo und herzlich willkommen bei Windowspower.de. Heute wollen wir Ihnen ein tolles Programm vorstellen. Vielleicht kennen Sie dieses Programm, vielleicht auch nicht. Deswegen wollen wir es Ihnen vorstellen. Dieses Programm nennt sich Camtasia Studio. Was kann man damit machen? Camtasia Studio ist das perfekte Programm, wenn Sie Screens erstellen wollen von Ihrem Bildschirm. Das heißt, für den Fall, dass Sie Tutorials machen, sei es für Windows oder für Spiele, können Sie mit Camtasia Studio perfekte Ergebnisse zaubern. Wir haben hier die ganz neue Version, also Version 9, die wir Ihnen hier ein wenig vorstellen wollen. Wir starten hier mal dieses Programm. Und so sieht jetzt die Oberfläche aus. Und jetzt wollen wir Ihnen zeigen, was Sie alles damit machen können. Also wir gehen zur Bibliothek oder ich sage hier Datei und ich sage hier Importieren, Medien und suche mir jetzt etwas aus, was ich vorher gemacht habe als Beispiel. So. Oder wir machen es noch einfacher. Wir tun die Datei hier doppelklicken und das Ganze wird dann mit Camtasia Studio geöffnet. Wie gesagt, ich habe das vorher gemacht, ist nur ein kleiner Test und das sehen Sie hier. So, jetzt spiele ich das Ganze mal ab, damit Sie sehen, was man hier alles machen kann. Hier können Sie zum Beispiel sehen, dass ich ein Audio habe, da habe ich was gesprochen als Test. Also Sie sehen, ich habe hier vorher mit meinem Camtasia Studio habe ich ein kleines Video gemacht, damit Sie sehen, was ich damit alles machen kann. So, jetzt kommt gleich die Stimme, wo ich etwas geredet habe. Wir präsentieren Ihnen Camtasia Studio 9, die neue Version. So, ich gehe auf Pause und das erste, was ich hier mache, ich klicke mit rechts und sage hier Video und Audio trennen. Und schon habe ich hier die Audiospur und hier das Video. Und jetzt kann ich das löschen. Und schon ist die Spur gelöscht mit nur einem Klick. Also sehen, wie einfach das ist. So, das nächste, was ich jetzt mache, was wir Ihnen zeigen wollen, ist der Zoom-Schwenk. Was bedeutet das? Wir können hier an einer bestimmten Stelle genau dorthin zoomen, damit Sie das besser sehen. Also, ich drücke jetzt mal auf Play. Und ich suche mir jetzt einen bestimmten Teil hier aus und sage hier bei Animationen, hier habe ich jetzt Zoom und Schwenk und ich sage jetzt hier, ich mache 150% und Enter. Und jetzt sehe ich in diesem Fenster hier, wohin möchte ich zoomen. Das heißt, ich möchte hier, ich kann es auch größer und kleiner machen, aber ich möchte es kleiner machen, genau hier möchte ich zoomen. Und mache Play. Und jetzt sage ich, jetzt möchte ich wieder zurück, wieder Play, also Pause. Und hier wieder 100% auswählen, Enter. Und jetzt muss ich mit diesem Fenster natürlich wieder in meine Arbeitsfläche hineinzoomen, also hineinziehen, das Ganze, bis das Ganze gelb umrandet wird. Dann sehe ich, jetzt habe ich, Sie sehen jetzt überall gelb, jetzt habe ich wieder die andere Oberfläche, also meine Arbeitsfläche, vorher 100% den ganzen Bildschirm. Um Ihnen das Ergebnis zu zeigen, tun wir jetzt zurückspulen. So. Sie sehen hier gleichzeitig natürlich dieses Symbol, was gleichzeitig bedeutet, ich habe jetzt zurückgespult. Also, Play. Jetzt zoomen wir gleich, wenn das an Stelle ist. So, Sie sehen, jetzt habe ich gezoomt. Jetzt gehen wir wieder automatisch zurück. So, das ist das Erste. Jetzt kann ich zum Beispiel auch Animationen hier einfügen. Wie zum Beispiel Benutzer definiert, wiederherstellen, dass ich sage, hier möchte ich etwas dazwischen. Aber bevor wir das machen, wollen wir Ihnen zeigen, wie einfach hier ich hier schneiden kann. Sie kennen das Programm, wo ich die Anfangszeit eingeben muss, die Endzeit, das muss ich hier alles nicht machen. Einfach hier den Balken hier draufklicken, zurückziehen und schon war es das. Den zweiten Balken und Sie sehen, ich habe hier sogar Hilfe, es wird gelb, wenn ich wirklich an der Stelle bin, dass beide Balken da sind. Wir machen Folgendes. Wir kopieren uns hier diesen Teil mit STRG C und fügen ihn hier wieder ein.
Und jetzt zeigen wir Ihnen, wie wir hier einen Übergang machen könnten. Das heißt, wir gehen hier auf Übergangseffekte und hier können Sie die Übergangseffekte sehen. Hier hätte ich zum Beispiel ein kreisförmiges Strecken. Wir nehmen das hier zum Beispiel und ziehen es einfach hier dazwischen. Und wie sieht das Ganze aus? Play. Und jetzt passen Sie auf. Und schon wird das gestreckt. Sie sehen, wie einfach das ist. Ich entferne das, wieder draufklicken und entfernen drücken. Ich sage, ich möchte umblättern. Wie sieht denn das aus? Doppelklicken und schon sehe ich das Ergebnis dann. Probieren wir das. Einfach draufklicken und hier reinziehen. Und wieder auf Play. Und sieht doch cool aus. Jetzt sage ich aber, ich möchte hier etwas hinzufügen, eine Information, damit die Leute wissen, was genau habe ich denn hier gedrückt. Also, wir gehen hier wieder auf unsere, also Sie haben hier zusätzlich auch, also Anmerkungen, machen wir mal Anmerkungen. Und hier habe ich das verschiedene. Ich kann hier dieses anmerken, ich kann diese Anmerkung hinzufügen. Ich kann aber auch Pfeile hinzufügen und Linien. Ich habe hier Formen, ja, Sterne umschärfen. Ich kann zum Beispiel auch verpixeln, wenn ich sage, ich möchte ein Tutorial machen, aber die Leute sollen nicht meine Daten sehen. Dann kann ich das Ganze verpixeln an einer bestimmten Stelle. Das heißt, ich kann das hier zum Beispiel hier hinziehen und jetzt sehen Sie das und kann das verschieben und jetzt wäre das verpixelt. Das heißt, wenn ich auf Play gehe, sehen Sie, diese Stelle ist verpixelt. Und das, natürlich kann ich das jetzt hier wieder auch kleiner machen und größer. Das können Sie alles hier machen. So, aber Sie können auch hier einen Text hinzufügen, dass ich sage, ja, ich ziehe das hierher oder hier drüber und schreibe hier, du darfst hier doppelklicken und sag hier Windows Power. Und wenn ich auf Play drücke, dann habe ich dieses Fenster. Das kann ich natürlich hinziehen, wo ich möchte. Und natürlich so groß machen, wie ich möchte. Was haben wir noch hier? Ich habe hier auch Animationen. Aber damit wollen wir uns jetzt nicht befassen. Cursor-Effekte, das heißt, wenn ich etwas hervorheben möchte, das kann ich auch machen. Und dann würde das natürlich hier gelb sein. Bei den Cursor-Effekten. Das kann ich mit der links oder mit der rechts machen. Ja. Und wenn ich dann hier auf Play gehen würde, hier sehen wir unseren Mauseffekt, dann würden wir das auch sehen. Ja. Also ich kann die Cursor-Effekte. Ich kann zusätzlich hier noch einen gesprochenen Kommentar hinzufügen. Dann haben wir Audio-Effekte, das heißt, ich kann hier ausblenden das Ganze. Das zeigen wir Ihnen. Hier am Ende, damit der Ton ausgeblendet wird. Ja, das kann ich hier auch machen. Natürlich habe ich jetzt hier kein Audio, deswegen kann ich hier auch nichts ausblenden. Wir haben ja vorher Video und Audio getrennt. Dann haben wir hier noch visuelle Effekte, das ist das Ganze mit Schatten, mit Rahmen, das Färbe oder ich kann hier die Farbe entfernen. Ja, das würde dann so aussehen. Hier sehen wir Färben. Dann haben wir hier Untertitel. Wir können noch Untertitel hinzufügen, was wir wollen, nicht machen wollen. Hier haben wir die Medien. Dann können wir die Anmerkungen, das haben wir vorher schon gemacht. Die Übergangseffekte haben wir Ihnen auch gezeigt. Dann das Verhalten, das heißt, ich kann hier ein Intro erstellen und habe hier verschiedene Vorauswahlmöglichkeiten. Die Animationen haben wir auch gezeigt. Wir wollen hier kein 10-Stunden-Video machen, sondern hier die wichtigsten Funktionen. Jetzt haben wir ein Video produziert und das hätten wir gern produziert. Was ist als nächstes zu machen? Ganz einfach. Wir klicken hier auf Weitergeben. Das Ganze kann ich dann direkt auf Screencast, Vimeo, YouTube, Google Drive oder meine Speicherorte hinzufügen. Ich möchte Benutzer definiert und sage neue benutzerdefinierte Produktion. Dann sage ich hier MP4 oder AVI, GIF. Ich mache hier Windows Media Audio, weiter. Hier können Sie die Qualität aussuchen. Weiter. So, ich habe hier Full HD eingestellt, also 1920x1080, weiter. Zusätzlich kann ich hier jetzt ein Wasserzeichen hinzufügen. Machen wir halt auch. Wir fügen hier Camtasia Studio Wasserzeichen ein. Sie können aber Ihres machen. Und das Ganze fertigstellen und das wird jetzt gerendert. So, fertigstellen. Und Sie sehen, es geht schon los, wie schnell das gerendert wird.
Die natürlich ganz, ganz wichtig ist ja auch, wie stark oder wie schnell Ihr Rechner ist. Dementsprechend dann auch die Rendergeschwindigkeit und natürlich, wie lang das Video ist. Aber wir sind hier gleich fertig. So, wir sind fertig und jetzt schauen wir uns das Video an, das oder das Ergebnis. So, da haben wir gezoomt. Dann haben wir wieder zurückgezoomt. Jetzt kommt das Verpixeln. Hier haben Sie jetzt den Übergang gesehen. Jetzt ist das Verpixeln. Hier haben wir gleichzeitig unseren Text. Dann haben wir das Ganze nochmal hinzugefügt, kopiert. Also Sie sehen, ein perfektes Ergebnis. Sie wollen perfekte Ergebnisse, Sie wollen Tutorials erstellen, dann werden Sie nicht um Camtasia drum herum kommen. Sollten Sie dazu noch Fragen haben, dann jederzeit melden. Vielen Dank fürs Zusehen, Ihr Windows Power.de Team.